So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir haben den ersten Teil der Mission durchaus geschafft. Jetzt müssen wir den nächsten Teil der Mission schaffen, nämlich hier uns gegen die anrückenden Deutschen verteidigen. Sobald wir auf das Knöpfchen drücken, kommen sie, glaube ich, und dann geht's los. Also, wie veranstalten wir das? Muss mal so ein bisschen schauen hier. Wen habe ich da? Den Pionier. Was hat der denn in der Tasche? Sag mal, was hast du in der Tasche? So. Ferngezündete Sprengfalle ist schon mal nicht verkehrt. Die Minen, die sind ganz gut. Okay. So, komm mal her mit deinen Minen. Hier platzieren wir eine. Ein bisschen schneller. So. Hier möchte ich gerne. Oh. Konterangriffe. Genau, diese Schaltfläche innerhalb eines HUDs. Ja, das hatten wir ja schon, ne? Finde ich übrigens nicht sehr aufschlussreich, was da steht, aber okay. So. Das haben wir. Ich überlege noch, wo ich noch eine Sprengfalle für den platziere. Ich glaube, die platziere ich hier hin. Und dann kann sich der eigentlich da hinten hin verkriechen. Muss mal kurz gucken. Ups, falsche Taste. Nee, storniert. So. Wie ich den dann anwähle. Welche Taste ist er? Er ist die 4. Okay, gut. So. Dann der Kommando. Mit dem Kommando möchte ich gerne hier so ein paar Löcher graben. Nee, das ging schief. Das sollte eigentlich nicht. Wie ging das denn mit dem Kommando? Konnte der nicht Löcher buddeln? Ich kann mich entsinnen, dass der Löcher buddeln konnte. Ich dachte eigentlich auch, dass er das hiermit macht, aber jetzt gräbt er sich nur selbst ein, oder was? Ja, okay, klar. Andere Taste? Nein. Oder hatte ich. Ah, ich hatte den falschen. Das war das. Er konnte das. Glaube ich. Hoffe ich. Buddel du mal hier ein Loch. Bisschen schneller, bitte. Ah, das ist der Löcherbuddler. So war das. Man sieht gar nicht. Das sieht aber nicht so gut aus. So, jetzt sind hier irgendwie drei Löcher, die man nicht sieht. Von denen ich einfach mal hoffe, dass das so funktioniert. Okay. So, was hat denn der Kommando alles an Klamotten dabei? Okay, er ist auch gut ausgerüstet. Ja gut, dann gucken wir jetzt mal, dass wir hier unsere Soldaten passend platzieren. Erstmal möchte ich gerne den hier. So. Ruhig aufstehen, Kumpel. Platzieren wir jetzt mal ein bisschen anders. Den platzieren wir hier. So. Ups. Aufstehen. Dann will ich ein bisschen weiter darüber setzen. Hier hin. Also diese Stelle decken. So. Ja, vielleicht. Okay. Ja, so ist perfekt. So möchte ich den da haben. Okay. Er ist da. Er soll hier hinter die Kiste gehen. Entschuldigung.
auch hinlegen. Das soll er als Schussfeld haben. Kann ich den hier irgendwo in den Büschen verstecken? Ich vermute leider nicht, ne? Ist er? Da. Der soll mal hier hin. So ist, glaube ich, ganz gut. Ja, die beiden hier ist irgendwie. Die sind nicht anklickbar hier. Die hängen irgendwie in ihrer Machart fest. Dummerweise. Okay. Den Kommando. Wo platziere ich denn den Kommando? Würde ich hier oben mit platzieren. So. Ja, nicht so ganz. So hätte ich das gerne, danke. Oh nein, Moment, Moment. Der Kommando, der hat doch noch den Stolperdraht, oder? Da irre ich mich da. Nee, wer hatte denn den Stolperdraht? Ah, hier, der Schlingel. Gut, der Stolperdraht soll einmal, was ist das, D? Von hier nach da gezogen werden. So. Dann hätte ich den gerne einmal hier. Ja, wird langsam eng. Ich weiß nicht, ob das hier ein Zeitlimit hat oder nicht. So. Können wir die Waffe wechseln, bitte? Oh. Jetzt ist er aber da. Jetzt hängt er irgendwie blöd da. So, stopp. So, genau, danke. Vorher nochmal den Pionier, bitte. Der Pionier hat auch Handgranaten, oder? Die kann man, glaube ich, irgendwie... Oh, der Schöpferdraht ist hier. Wo haben wir die Handgranaten? Da. Ja, vielleicht nicht, dass er selber durchläuft. Handgranate einmal hier an dem Stolperdraht vielleicht befestigen. Warum macht er das denn nicht? Ach Mensch. Dann soll der einmal hier sein, dann werfe ich das selber mit einer Handgranate halt drauf. Ist mir jetzt egal. Gut. Wie ist der Pionier generell ausgestattet? Ist noch mit einer guten Flinte ausgestattet. Okay. Schnell gucken, der Molotow-Cocktail, den kann er gar nicht benutzen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay, egal. Ich mache mal einmal ein Safe State und wir gehen es mal an. Da kommen sie. Dafür bin ich ausgebildet. So. Ah, das sieht doch ganz gut aus sogar. Ich glaube, wir haben sie alle. Jetzt müssen wir noch auf den Panzer warten. Da bin ich noch skeptisch, ob das klappt. Ging schnell, oder? Da kommt der Panzer. Komm schon, komm schon. Geil. Sehr gut. Lief ja wie am Schnürchen. Porno. Sehr, sehr schön. Ja, dann continue. Die Nacht der Wölfe.
Ich hoffe, dass man diesmal die Stimmen wieder hört. Jetzt lässt sich der Ladebildschirm aber Zeit hier. Ja? Ja, geht doch. Mai 1943. Die deutsche Wehrmacht hat mit ihrer blitzartigen Überfallstrategie die europäischen Nachbarn überrannt und konzentriert sich nun auf den Krieg gegen England. Nachdem eine Invasion der Insel aufgrund der überlegenen britischen Marine fehlgeschlagen war, verlieben sich die deutschen Angriffe auf den Zerstörungskrieg. England ist vom Kontinent abgeschnitten und trinkt von Nachschub vor allem quer über den Atlantik ab. Besonders Waffen und Treibstoff. Doch der Nachschub droht zu passieren. Die deutsche U-Boot-Flotte, das Wolfsrudel, jagt die Alliierten von Reuss und fügt ihnen enorme Verluste zu. La Palisse, in der Nähe von La Rochelle an der französischen Atlantikküste gelegen, ist der wichtigste deutsche U-Boot-Stützpunkt. Riesige Bunker bilden eine unverwundbare Festung. Die Liegeplätze und Docks sind unter einem Mantel aus Stahlbeton für Luftangriffe unerreichbar. Es ist die perfekte Ausgangsbasis für die tödlichen Patrouillen der U-Boote, die Höhle der Wölfe. Ja, dann sehen wir uns die Höhle der Wölfe doch mal an. Hören Sie mich? Sprechen Sie. Ich schaue jetzt zur Front vor. Und? Die scheinen sehr aufgeregt zu sein, mehr als erwartet. Moment mal, es sieht so aus, als wäre einer von uns schon drin. Eine Bewegung! Der Hund kann ja gut hören. Geht auch alles sehr gesittet ab, muss man ja sagen. Aber ihr wird's wohl nicht schaffen. General, Sir, ich hoffe, das war nicht mein Kontaktmann. Oh. Nein, Ihre Kontaktperson ist eine Frau. Sie heißt Natascha und wartet in einem der äußeren Gebäude. Und versuchen Sie rauszufinden, wer die andere Person ist. Ja, Sir, noch irgendwelche aktuellen Informationen über das Ziel, Sir? Nein, die Enigma sollte immer noch im Safe des kommandierenden Generals sein. Ich muss Sie ja wohl nicht an die Bedeutung dieser Maschine erinnern. Wir brauchen sie, um den Funkverkehr der Deutschen zu entschlüsseln. Nein, Sir, ist mir völlig klar. Over and out. So. Ja, dann wollen wir doch mal gucken. Problem an der Sache ist, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie das hier ablief. Und das ist ja ein riesen Getüdel hier. Ja toll, die Map, die ist ja hilfreich. Herzlichen Glückwunsch. Okay, dann schauen wir mal. Erstmal gucken, wo wir denn anlegen können. Können wir überhaupt anlegen? Kann ich tauchen? Was ist denn das hier für einer? Erstmal gucken. Ne, tauchen kann ich wohl nicht. Taucherausrüstung. Das ist der Dieb, glaube ich, ne? Wo können wir denn mal mit dem Dieb anlegen? Ja, toll. Ich muss ja erstmal gucken hier. Voll unauffällig auch so ein Riviera-Boot. Und da werden wir entdeckt, oder? Nee. So. Ah, ja. Das hat sich erledigt, glaube ich, oder? Ja, doch noch nicht. Kletter mal darauf. Geht nicht. Aber da kommen wir hoch, ne? Erstmal hier vorsichtig hin. So. Wo gucken die beiden Lümmel denn hier hin? Der guckt da direkt auf die Treppe natürlich. Und der guckt woanders hin. Okay. Ach, weißt du was? Komm. Wie wähle ich ihn an? Welches Tastenkürzel hat er? Wo ist er? Da ist er. Ah, ich kann auch Natascha direkt mal anwählen, über das Tastenkürzel. Das ist ja lustig. So. Einfach mal versuchen.
Versuch mal klug. So. Okay, an Land sind wir schon mal. Jetzt müssen wir mal weiter gucken, dass wir irgendwie auch... Wo war er denn? Da. Die kriege ich beide nicht unauffällig umgeholzt. Davon abgesehen, glaube ich, kann ich mit ihm überhaupt jemand umholzen? Wenn, dann wahrscheinlich nur betäuben, ne? Ja, okay. Wenn ich da herkrabble. Die beiden stehen auch zu zweit da. Der steht irgendwo oben drauf, glaube ich. Ne? Komme ich nicht so einfach ran. Der ist durch die beiden gedeckt. Hier, der steht da irgendwie auffällig alleine. Der raucht da vor sich hin. Okay. Ja, ich glaube, das ist eine gute Herangehensweise, schon mal einen Einstieg zu finden, wenn wir ihn hier gleich mal krallen. Kurz gucken, wie sind die Sichtfelder von denen hier? Okay. Da muss ich aufpassen, da war noch eine Wache da unten, glaube ich. Der läuft nur hierher. Was sieht der hier, wenn der hier patrouilliert? Mal auch mal eben noch schnell gucken. Dann scheint nur die Dachbereiche, oder? Ja, da muss man ein bisschen drauf Acht geben. Und da im richtigen Moment hinkrabbelt. Diesen zum Beispiel. Okay, dann gehen wir jetzt dahin. Los. So. Kann ich den gar nicht fesseln? Scheiße. Aber nackig machen kann ich nicht. Ich kann ja auch nicht nackig machen. Ach Mist, Alter. Los, rein da. Ich werfe nie das Handtuch. Unterwegs. Dafür bin ich wie geschaffen. Naja, schön und gut, aber damit komme ich jetzt hier auch nicht weiter. Oder um. Okay. Das kann ich ihm schon mal mopsen. Jetzt aber schnell raus hier. Ja. Los, knüppel die alle um. Knüppel alle um. Hau sie um, hau sie um. Faustkämpfer, Faustkämpfer, Faustkämpfer. Los jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das war alles irgendwie nicht so geil. Egal, kann ich da rein? Nein, okay. Kann ich hier rein? Auch nicht. Ja, das lief ja hier richtig gut, ne? Sind hier alle aufgeschreckt wie die Bienen? Lautschen hier nur noch mehr rum? Ah, die geht auch wieder rein, okay. Geht der auch wieder rein, der andere? Ah, geh rein, komm. Oh, scheiße. Was macht der? Der läuft noch so ein bisschen rum wie so ein aufgescheuchtes Huhn hier, ne? Aber ich glaube, jetzt geht er wieder rein, ne? Scheiße, der geht nicht wieder rein. Der bleibt jetzt hier Chaos-Faktor pur, ja? Das ist nicht so gut. Problem ist, ich weiß auch beim... Ach, da kommt er schon wieder jetzt an, ja?
nicht schwer. Ja. Da ist noch einer. Ja, ich sehe schon, so wird das hier nichts. Ein bisschen drauftreten noch. Da, den hauen wir auch noch um. Nein! Nein, 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 nein! Ach, scheiße. Ja, das ging grandios schief. Okay. Was war das denn? Was war das denn? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Beim nächsten Mal wird es ganz sicher besser laufen. Bis dahin sage ich tschüss, bis dann. Lasst mir ein Like oder ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Lasst mir Kommentare da, wie ich es besser machen kann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage tschüss, bis dann.